Also erstmal, ich bin so eine Art Politikwissenschaftlerin. Ich mache verschiedene Internships gerade im Moment und bin eigentlich im Bereich Human Rights Education, also Bildung eben zuständig. Und ja, ich möchte einfach jeden Tag aufwachen und auf mein Tattoo sehen und dann eben mir denken, okay, ich bin privilegiert, was aber eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil Human Rights, Menschenrechte, sind heutzutage ein Privileg, aber das sollten sie nicht sein, weil die sollen für alle da sein, aber das sind sie nicht. Deswegen möchte ich aufwachen und dann mich an diese Menschen erinnern, die eben nicht das Privileg haben, die nicht so glücklich sind wie ich, und eben mich an die erinnern und dann natürlich auch, dass ich eben privilegiert bin und dass ich auch dann mir dem bewusst bin, dass ich dadurch eine Aufgabe habe. Meine Aufgabe ist es, diese Message, dieses Wort weiterzutragen in die Welt, zu sagen, das sind Human Rights, sie sind für alle da und sie fangen auch schon im Kleinen an. A, dadurch, dass wir Menschen bilden müssen, und B, dass ich im Kleinen schon mit Toleranz, Akzeptanz anfange, auch im Kleinen Menschen gut zu behandeln und Human Rights so damit weiterzugeben.